Relativ unspektakulär hat Apple seine iMac-Reihe aktualisiert. Dazu gibt es noch ein paar neue Eingabegeräte und was die können, das will ich euch jetzt zeigen. Hi, hier ist Marco von Curved und ihr wundert euch vielleicht, warum jetzt hier bei mir ein iMac steht. Wir sind ja eigentlich mehr als mobiles Portal bekannt, aber viele Leute vergessen immer noch, dass Apple nicht nur iPhones baut, sondern auch Computer, so auch den neuen 21,5 Zoll iMac jetzt mit 4K-Display. Äußerlich hat sich an dem Gerät eigentlich kaum was geändert. Hinten sind 4 USB 3.0 Anschlüsse, 2 Thunderbolt 2 Anschlüsse, ein Ethernet-Anschluss und ein Kopfhöreranschluss. Vorne findet ihr eine FaceTime-HD-Kamera. Das, was wirklich neu ist, ist das 4K-Display und das sieht wirklich toll aus, kann ich jetzt schon mal vorweg sagen. Zum neuen iMac gibt es auch neue Eingabegeräte, nämlich unter anderem das neue Magic Keyboard. Ihr seht es schon, das ist wunderbar schlank. Und dazu das Magic Trackpad 2. Und was das alles jetzt im Detail kann, das möchte ich euch jetzt näher bringen. Also kommt mal rum. Hier haben wir jetzt also das 21,5 Zoll große 4K-Display. Das löst mit 4096x2304 Pixeln auf. Insgesamt sind das ganze 9,4 Millionen Pixel. Ihr seht hier vielleicht im Vergleich mit einem anderen Display, dass die Pixeldichte schon ganz schön hoch ist. Vielleicht kann ich euch noch mal kurz was zu den Innereien erzählen, ganz fix. Das ist der Standard-iMac mit einem Core i5-Prozessor, der 3,1 GHz schnell ist. 8 GB Arbeitsspeicher stecken drin, die sind nicht erweiterbar. Wenn ihr in Betracht zieht, diesen Mac zu kaufen, ihr braucht mehr Arbeitsspeicher, dann bestellt lieber gleich die größere Variante. Drin ist auch eine 1 TB Festplatte. Also kein Fusion Drive, kein Flash-Speicher, sondern eine Festplatte, das macht das Ganze ein bisschen langsam. Was jetzt auch bei diesem iMac bei uns dabei war, ist das Magic Trackpad 2, also ein Eingabegerät, das die Maus ersetzt. Das ist ganz cool, damit könnt ihr nämlich auch am iMac Force Touch nachrüsten. Also man kennt das ja schon vom neuen MacBook und von den neuen MacBook Pros, die haben das im Trackpad eingebaut. Gibt es jetzt hier auch auf dem iMac, das heißt, ich kann zum Beispiel Begriffe wie Samsung markieren und dann einmal fester gedrückt halten. Dann bekomme ich hier zum Beispiel einen Lexikon-Eintrag aus Wikipedia, was Samsung denn ist. Oder ich scroll nach unten, finde ein Fremdwort, weiß vielleicht nicht, was Augmented bedeutet, klicke da ein bisschen fester drauf und bekomme dann hier die Übersetzung angezeigt. Finde ich eine prima Sache. Ja, ansonsten habt ihr damit natürlich auch Multitouch nachgerüstet. Könnt zum Beispiel, wenn ihr mit 3 Fingern nach oben swipet, alle eure offenen Fenster sehen. Wenn ihr wieder runter swipet, dann kommt ihr wieder auf das Hauptfenster zurück. Was auch ganz cool ist bei Force Touch ist, wenn ich eine Mail bekomme und da steht jetzt wie hier bei dem Kollegen Malte drin, wollen wir uns gegen 13 Uhr zum Mittag essen, also wenn da eine Datumsanzeige drin steht, dann klicke ich einfach auf die Zeit mit einem Force Touch und kann das dann zum Kalender hinzufügen. Das allerdings funktioniert nur im neuen Betriebssystem El Capitan, das hier günstigerweise vorinstalliert ist, aber auch schon für alle verschiedenen Macs zum Download bereitsteht. Ja, was ist noch neu beim Magic Trackpad? Da kommen jetzt keine Batterien mehr rein. Stattdessen habt ihr halt auf der Vorderseite einen Lightning-Anschluss. Damit könnt ihr das zum Aufladen an dem iMac anschließen und damit gleichzeitig weiterarbeiten. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei der Präsentation, hat Apple nämlich gesagt, ja, wenn ihr das hinten an den iMac anschließt und dann vorne, dann wird es sofort erkannt. Da dachte ich mir, Plug and Play, das gibt es ja schon ein bisschen länger. Aber tatsächlich wird das rasend schnell erkannt, also wirklich eine tolle Sache. Ebenfalls ein Lightning-Anschluss hat die neue Magic-Tastatur, der ist hier vorne. Wie ihr seht, hinten hier ist die Wulst verschwunden, da gibt es kein Batteriefach mehr, die läuft auch mit Akku. Und ich finde, mit der kann man sehr schön schreiben. Ihr hört es vielleicht schon, die klickert ein bisschen. Ich finde das Geräusch eigentlich ganz schön, finde auch, dass man damit super schreiben kann. Jetzt fehlt hier natürlich, wie es bei der alten Magic-Tastatur war, noch das Nummernpad. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd für Bürokraten, die viel Zahlen eingeben müssen. Mich als Redakteur stört das jetzt eigentlich gar nicht mal so sehr. Wenn ich mal eine Auflösung hinschreiben muss, dann habe ich ja hier oben immer noch die vollwertige Zahlenreihe. Mir hat die Arbeit mit dem 4K iMac im Großen und Ganzen Spaß gemacht. Ob ich mir den jetzt für 1699 Euro kaufen würde, weiß ich nicht genau. Ganz einfach deshalb, weil da eine Festplatte drin ist, die das Ganze ein bisschen langsamer macht. Wenn schon, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld ausgeben, mir zumindest das Fusion Drive, wenn nicht sogar Flash-Speicher gönnen. Gleiches gilt auch für die Eingabegeräte. Die haben mir auch Spaß gemacht, besonders das Magic Trackpad 2. Das dann ja auch schnell mit dem Lightning-Kabel erkannt wurde und Force Touch bietet.
Aber ob ich mir das kaufe, weiß ich auch nicht. Das kostet nämlich 149 Euro. Die Tastatur kostet 119 Euro. Das finde ich für Eingabegeräte ein bisschen viel Geld. Insgesamt rund 270 Euro für ein neues Desktop-Setup. Das finde ich nicht gut. Wenn ihr euch aber ein iMac kauft, gibt es die Tastatur umsonst und das Trackpad für 60 Euro als Upgrade zur Magic Mouse 2. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns und vor allem abonniert unseren Kanal. Ich war Marco von Curved.